Es ist keine Bootstour und kein Abenteuerausflug, auf die Mariana Schugowna ihre Tochter vorbereitet. Die rot leuchtende Weste und ein Helm sollen ihr Kind vor dem Krieg in der Ukraine schützen. Die Familie aus Charkiw ist vor den russischen Angriffen im Osten des Landes ins westlich gelegene Lviv geflohen. Mariana wünscht, sie hätte damals schon so eine Ausrüstung gehabt. Es gab ständigen Beschuss. Aber der Morgen, an dem wir evakuiert wurden, war ruhig. Mein Mann sagte mir, das war's, lass uns gehen. Es war sehr beängstigend auf der Straße. Ich denke, wenn wir Splitterschutzwesten gehabt hätten, wäre es einfacher für uns gewesen. Falls wir, Gott bewahre, jetzt evakuiert werden müssten, hätten wir eine Splitterschutzweste und einen Helm. Und ich müsste mir keine Sorgen um mein Kind machen. Militärische Ausrüstung für Kinder herzustellen, löst bei den Mitarbeitern der Nichtregierungsorganisation Lviv Defense Cluster gemischte Gefühle aus. Auf der einen Seite gäbe es Hoffnung, sagt der Sprecher Anton Fitschenko. Auf der anderen Seite Trauer, dass das überhaupt nötig ist. Dem Feind sei es aber leider egal, auf wen er schieße. Niemand hat jemals solche Schutzwesten hergestellt, weil es keinen Bedarf gab. Unser Krieg ist wahrscheinlich der größte in Europa seit langem. Für die Kleinen müssen die Helfer einen Kompromiss zwischen Schutzwirkung und Gewicht finden, wie der Vereinsvorstand Maxim Pylokov erklärt. Die Schutzweste wiegt etwa 2 Kilogramm und besteht aus hochmolekularem Polyethylen, das vollständig vor Pistolenkugeln und verschiedenen kleinen Granatsplittern oder sekundären Trümmern wie Glas und Beton schützt. Das Hauptziel dieser Jacken ist es, Kinder bei der Evakuierung aus Kriegsgebieten zu schützen. Und das wäre dringend nötig. Nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft wurden seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar durch Kriegshandlungen in der Ukraine insgesamt 430 Kinder getötet und mehr als 800 weitere verletzt.